Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Croc Legend of the Gobbos. So, dann starten wir mal wieder unser Spiel, da wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und los geht's. Aha, da sehen wir jetzt den Superfiesling, der die ganzen Gobbos entführt hat. Und jetzt verzaubert er irgendeinen Vogel. Aha, dann bin ich ja mal gespannt, was da jetzt auf uns wartet. Und... oh, jetzt können wir mit dem Dingen fahren. Okay, und wieder Popobombe. So, wo ist denn unsere Plattform? Da ist sie. So. Und los geht's. Und noch eine Popobombe. So, jetzt sammeln wir wieder fleißig Diamanten. So, das Leben haben wir auch gekriegt. Das ist ja super. So, und jetzt wollen wir mal schauen. Aha. So. Und los geht's. Ui. Heute sind wir fleißig am Sammeln, haben auch noch keine Diamanten verloren. Ah, da kommt unser erster Endgegner. Nein, du triffst mich nicht, du nicht. So, erster Treffer. Er läuft ja schon ein bisschen komisch, der Vogel. Oder was das auch immer sein soll. So, zweiter Treffer. Müssen wir uns ein bisschen beeilen. Juhu. Und? Jawohl, wir haben den ersten kleinen Endgegner besiegt. Das ist doch super. Und 48 Diamanten. Aha, und da sehen wir, wie sich der große Vogel wieder zurück in den kleinen Vogel, in den lieben Vogel verwandelt. So, jetzt werden wir von unserem kleinen Vögelchen abgeholt. Und es geht weiter. So, dann wollen wir mal schauen, was jetzt kommt. So. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir da an die Kiste dran? Ich glaube, das funktioniert nicht so wirklich, wie wir uns das denken. Oh. Okay, das geht irgendwie gar nicht. Oh, wir haben es geschafft. Und wir haben einen Schlüssel gekriegt. Ja, aua. Oh, du Penner. Sag mal. Boah, gibt's doch gar nicht. Okay. So, dann jetzt hauen wir aber hier ab. Das ist ja aber... schöne Musik. Und jetzt? Ja, jetzt müsste man nur wissen, wie man hier weiterkommt. Da sind irgendwelche Kisten. Aber das scheint dann... nicht so wirklich zu funktionieren. Ah, da oben ist noch mehr. Ich glaube, wir können hier klettern. Jawohl, wir können hier raufklettern. Ja, super. So, dann machen wir die nächste Kiste kaputt. Und haben einen bunten Diamanten. Ah, da ist die Kiste. Okay, so, und los geht's. Und weiter ein Text. Na, der war jetzt wieder sehr gekonnt, ne? Haben uns hier den Hintern verbrannt. So, jetzt geht's los.
schauen wir mal, was wir hier in den Kisten bekommen. Hui. Und los geht's. Und wir haben einen kleinen Gobbo gerettet. Hui, geschafft. So, prima. Und los geht's. Warte, jetzt schauen wir erstmal. Aha, da unten geht's zum Ende. Oh, nein, da ist die Tür. Da, da. So, tada. So, jetzt schauen wir mal. Hier kriegen wir auch noch jede Menge. Aber viele Gobbos haben wir heute noch nicht gerettet. Komischerweise. Jetzt fahren wir mal wieder mit dieser komischen Plattform. Da ist noch ein kleiner Gobbo. Jawohl, und wir haben ihn gerettet. Jaha. So, jetzt geht's raus hier. Sodele. Aua. Hui. Oh, da ist noch ein kleiner Gobbo. So, den haben wir auch gerettet. Sodele. Haben wir jetzt genug Diamanten? Ja. Oh oh. Nein, der war super gekonnt. Wir sind mal eben abgestürzt. Aber wir haben das Level abgeschlossen. So, und weiter geht's. So, mal schauen, was jetzt noch auf uns kommt. Wartet, nicht kommt, sondern wartet. Coole Musik. So, ne? Ah, wir müssen darüber. Dann wollen wir uns jetzt mal die Kiste darüber schieben. So, einmal. Und dann schauen wir einfach mal, kommen wir da. Ja, das könnte. Nee, wir schieben, glaube ich, noch ein bisschen in die andere Richtung. So. Und fertig. Dieser komische Flieger. So. Und einmal Knöpfchen drücken. Ah, für da hinten. Okay, das lassen wir mal. Und los geht's. Hui. Und einmal umdrehen. Und los geht's. Jawohl. Popo-Bombe. Jawohl. Und wir haben wieder einen Gobbo gerettet. Gut, ich glaube, das wird jetzt schon etwas schwieriger. Jetzt sind da diese komischen Feuerbälle. Ja, jupp. Jetzt retten wir erstmal unseren kleinen Gobbo. So. Und los geht's. Gut, da war leider keiner drin. Aber das macht nichts. Vielleicht finden wir jetzt einen. So, und los geht's. Jawohl! Und wieder einen gerettet. So. Aua! Sag mal, da beißt er uns in den Hintern. Ich glaub's doch wohl nicht. Oh, da ist noch ein kleiner Gobbo. Aber wir haben keinen Schlüssel. Wo kriegen wir denn den Schlüssel? Verdammte Hacke. Da ist ein Schlüssel. Jawohl. Komm, und noch ein Gobbo. So, da müssen wir mal schauen jetzt. Jetzt nehmen wir uns einfach mal die Diamanten mit. So, können wir ein bisschen fahren hier. Ui. Und dann schauen wir mal, ob wir unseren kleinen Freund da befreien können. Yippie! Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Und wir haben das nächste Level abgeschlossen. Hui! So. Und wir sind noch ein weiter. Also wir klettern immer weiter den Berg hinauf. Mal schauen, wie lange wir noch mit der Lava zu tun haben.
weiß ich jetzt nämlich gar nicht, aber wir schauen einfach mal. So, Popobombe! Ob wir da wohl rüberkommen? Der war nicht gut. Der war nicht gut. Jetzt haben wir wieder unsere Diamanten verloren. Oh, wir sind auch dösig. Okay. So, jetzt gehen wir noch da rein, in das Löckchen hier. Hey, was soll denn das? Hey! Da haut die Kiste doch vor uns ab. Wow, die ist ja schneller als wir, die Kiste. Und wieder eingerettet. So, und schnell raus hier. So, und ab durch Tor. Ja, das war klar, dass das jetzt etwas schwieriger wird. Jetzt müssen wir irgendwie hier... Ach, wir haben leider wieder unsere Diamanten verloren. Aber wir haben es geschafft. So, jetzt geht's hier mal noch eine Kiste. Und noch ein Gobbo. Wo sind wir denn jetzt? Ah, wir müssen wieder klettern. So, einmal nach oben. Ah, da müssen wir her, aber jetzt nehmen wir vorher noch die Kiste mit. Also wie ihr in der heutigen Folge ja seht, kann der kleine Krok auch klettern. Nicht nur springen und mit seinem Schwänzchen schlagen. So, und los geht's. Hui, yuppie, so. Und noch einen gerettet. Was ist denn das? Ah, da können wir uns noch einen Diamanten holen. Okidoki. So, und dann hätten wir, glaube ich... Ja, wenn ich richtig... Ja, wir haben es wieder geschafft. So, das nächste Kapitel abgeschlossen. Fight Night with Flibby. Ich vermute mal, dass unser nächster Endgegner da auf uns wartet. Och, ein Marienkäfer. Das kann ja nicht so schwer werden, oder? Obwohl... Der Bösewicht wird den wohl wahrscheinlich jetzt wieder verzaubern. Und jetzt haben wir einen Marienkäfer mit Boxhandschuhen. Auch nicht schlecht. Gut, dann wollen wir mal gucken. Oh oh. Wow, jetzt müssen wir hier auf die Teile drauf kommen. So, nein, 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 falsche Richtung. So. Und los geht's. So, jetzt müssen wir auf die nächste Plattform drauf. Was ja gar nicht so schwierig ist. Und weiter geht's. Juhu. So, jetzt müssen wir nur noch darüber, dann haben wir das schon geschafft. So, das hätten wir. So, jetzt müssen wir nun auf die Kiste drauf und los geht's. So, und den nächsten... So, den hätten wir auch geschafft. Du, 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 du.
Wir drehen uns im Kreise. So. Und los geht's. Also desto weiter man in dieses Spiel hineinkommt, desto schwieriger wird es auch, was das Springen und das Zielen angeht. Und da ist unser Endgegner. Oh oh. Wir müssen einen Boxkampf ausführen. So. Wow, schnell weg hier. Zweimal haben wir ihn schon umgehauen. So, und das dritte Mal. So. Au! Wow! Boom. Schnell weg hier. Nein, du kriegst mich nicht. Du nicht. So. Der müsste doch jetzt irgendwann mal fertig sein, der Kollege. Ja, ganz schön hartnäckig. Nein, 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 nein. So geht das nicht. Boah. Komm, 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 komm. Und wir haben ihn besiegt. Ja, endlich. Super. Und da ist er wieder klein, der Marienkäfer. Schwupp. Und jetzt sitzt er bei uns auf der Nase. Ja, das war doch gar nicht mal so schwer. Obwohl der schon ein bisschen anspruchsvoller war als der erste Gegner.